Hallo zusammen, ich bin Erik, ich bin im zweiten Lehrjahr im Manor, arbeite als Sittenlandsfachmann in der Herrenkonfektion. Hallo zusammen, ich bin Ilaria, mache meine Lehre beim Manor als Sittenlandsfachfrau. Das erste Bild, das ein Lehrbetrieb von dir hat, ist dein Bewerbungsfoto. Das Wichtigste ist, dass du seitlich stehst, die Kamera schaust und freundlich lächelst. Schau, dass du die Möglichkeit hast, das Foto möglichst professionell zu machen. Such dir einen Fotograf und wenn du die Möglichkeit nicht hast, geh an eine grosse Berufsmesse zum Justizstand, wo du gratis ein Foto machen kannst. Manor rüstet dich außerdem mit super schöner Kleidung aus. Das Wichtigste ist bei deinem Bewerbungsoutfit, dass du etwas Einfaches auswählst. Ein Outfit, das überall geht, ist ein schönes gesteiftes Polo mit einer schönen Stoffhose. Wenn du etwas Eleganteres haben willst, passt so ein Outfit mit einem Blazer super. Am besten wäre es mit einer Bluse, ganz schlicht, mit einer Jeans, das zeigt elegant sportlich. Oder wenn es eher muss für KV sein oder einfach ein bisschen mehr eleganter, würde ich den Business Look empfehlen mit einer klassischen Hose, schwarz und einem Blazer und einer weißen Bluse. Bevor du zum Bewerbungsgespräch gehst, informier dich gut für das Unternehmen. Das Auftreten ist das Wichtigste bei deinem Bewerbungsgespräch. Achte auf einen festen Händedruck, behalte Blickkontakt und eine offene Haltung. Wenn du dich verschlüsselst, kommst du nicht sympathisch rüber. Verabschiede dich auch mit dem Namen. Je öfter du den Namen erwähnst, umso mehr wirst du in deinem Gedächtnis bleiben. Also, was haben wir bis jetzt gesagt? Informiere dich über das Unternehmen, über die Geschichte, was dahinter steckt über das Unternehmen. So, und jetzt zum Schluss, vergiss nicht, bist du selber und verhalte dich natürlich. Ich hoffe, unsere Tipps haben dir geholfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Lehrstellensuche.